Scharmützel in der Bücherei, das gefällt mir aber auch nicht. Das Tagebuch, dritter Eintrag, Dezember. Ich muss heute ein paar Gedanken niederschreiben. Ich habe das Gefühl, als würde ich König Otto schon gut kennen. Meinen geschätzten Vorfahren. Seine Anstrengungen scheinen vergleichbar mit denen unserer geliebten Staatsoberhaupts. Auch er suchte Stärke, um eine bessere Welt für sein Land zu erschaffen. Sein Machtanspruch erstand nicht aus Eitelkeit heraus, sondern aus einer einzelnen, wundervollen Vision, die ihm vielleicht durch Gott zuteil wurde. Macht, so erkannte er, kann geschwungen werden wie der Pinsel eines Künstlers. Er verstand außerdem, dass die Regentschaft allein nicht ausreichte, um seine große Vision wahrzumachen. Es waren die Pergamente, die er gefunden hatte. Sie ermöglichen ihm diesen Weg und machten ihn zum heiligen römischen Kaiser von Europa. Dank des Pergaments, ja, jetzt muss ich auch noch scrollen, die er gefunden hatte, sie ermöglichen ihm diesen Weg und machten ihn zum heiligen römischen Kaiser von Europa. Konnte er große Kriegsmaschinen erschaffen, die seine Feinde vor Angst erzittern ließen. Er konnte sich die seltsame Technologie in der Geschichte der Menschheit nutzbar machen. Eine geheime Technologie, die bis zum heutigen Tag ein Rätsel bleibt und deren Entdeckung für das Erreichen unserer Ziele sicher entscheidend sein wird. Es gibt nur einen Unterschied, wo König Otto scheiterte. Werden wir Erfolg haben? Ich glaube, das
Vater für von mir gewünscht. Okay. Hast du direkt wieder. Notiz von Helga, Dezember. Das Mysterium von Wolfsburg vertieft sich. Ich dachte zuerst, die Stadt wäre durch die einfallenden Barbaren vernichtet worden. Falsch. Neue Theorie. Die Zerstörung der Stadt wurde von König Otto angeordnet. Warum? Waren die Bewohner nicht loyal? Das lässt sie nicht herausfinden. Nur, dass es schnell und überraschend war. Die Stadt wurde Jahrzehnte später wieder aufgebaut, als hätte diese Ereignisse niemals stattgefunden. Welche Geheimnisse wohl unter der Achse verborgen liegen? Asche. Neulich habe ich mit angehört, wie ein paar Soldaten sich darüber unterhielten. Die sprachen von Riesen und Dämonen, einfache Legenden von einfachen Leuten, aber wie immer enthalten Geschichten dieser Art einen wahren Kern. Ich muss noch weiter nachforschen. Es scheint heute noch mehr. Vielleicht lese ich heute vorm Kamin morgen. Was? Vielleicht lese ich heute vorm Kamin. Ach so. Morgen Abendessen mit Karl. Sehr aufregend. Was soll ich nur anziehen? Kostüm mit Flaschbar. Musik, dieses Quietschen, dieses Orchester, Alter. Orchester, wie auch immer. Bibliothek. Die riesige Bibliothek von Burg Wolfenstein umfasst verschiedenste Werke aus allen erdenklichen Bereichen von Geschichte bis hin zu moderner Literatur. Gerüchten zufolge soll es in der Bibliothek auch uralte, verbotene Bücher der schwarzen Magie wie unaussprechliche Kulte und das gefürchtete Necronomicon geben. Alles klar, das klingt ja schon mal wieder sehr, sehr unterhaltsam. Oh, die zwei Soldaten, was haben wir hier? Treffen in der Welt. Okay. So, ja, dann ist das Soundtrack jetzt endlich mal zu Ende. Wow. Mann. Okay. Dann wahrscheinlich irgendwas getrunken zu haben. Wow, das geht richtig dramatisch zur Sache mit der Musik und so. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, so ein altes Schloss, so eine moderne Technik verbaut, finde ich ja nicht mehr gerne mal recht. Finde ich nicht toll. Ne? So. Ja,
für die Verteidigung. Habt ihr keine Mütze verdient? Nein, das habt ihr nicht. So, so mal gucken, was wir hier um die nächste Ecke. Achso, wir müssen. Oh, die Mütze. Was ist das schon wieder los? Warte mal, wie war das? Drückst du die falsche Taste, du Penner? Bist du doof, Junge. Alter, kreischen. Bless me. Oh. Zeichnungen. Anatomisches Theater. Das ehemalige anatomische Theater von Burg Wolfstein wurde zu einem Verhörzimmer umfunktioniert, in dem das Regime seine erweiterten Verhörtechniken zur Anwendung bringt. Oh weia. Ich habe so ein ungutes Gefühl, was da jetzt auf uns zukommt. Gucken, aber unverhofft kommt ja oft. Das ist hier in diesem Spiel ja sowieso gerade. Okay, kriegen wir Munition ohne Ende. Aber damit ich gleich nicht noch erst irgendwo was einsammeln muss, mache ich das lieber jetzt. So, jetzt habe ich 100 voll. Munition, okay. Dann wird wahrscheinlich gleich richtig zur Sache gehen hier oben. Diese Musik gefällt mir überhaupt gar nicht. Okay, da haben wir noch eine Weste. Also auf jeden Fall geht es hier gleich richtig zur Sache. Die haben gewusst, dass wir kommen. Deswegen haben die uns hier... Medizinischer Erste-Hilfe-Koffer. Okay, gleich geht's hier rund. Gleich geht's hier rund. Oh weia. Überall sind Treppen. Oh, uiuiui. Hab ich da eine Lust? Hab keine andere Wahl. Hey. So, komm. Mal gucken, wenn wir frei. Kommen Sie, Wesley. Aufwachen! Wachen Sie auf! Kommen Sie, Wesley! Laskovich! Ja? Da haben wir uns aber was Schönes eingebrockt, was? Keine Ahnung, wie Sie überlebt haben. Kommen Sie! Geht doch. Ich habe einen geheimen Trick. Bis wir zählen, einatmen. Bis wir zählen, ausatmen. Alles klar. Kann ich empfehlen. Na los! Au, 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 au! Ah! Wieso konnte der uns nicht sagen, dass der da hinter uns steht? Hm? Dachte schon, dass du nicht mehr aufpasst. Greta, bleib! Greta war hungrig. Ich wollte das Fleisch nicht verkommen lassen, das verstehst du doch. Och nein! Du krankes Dreckschwein! Dreckschwein. Das nenne ich Humor, aber ist bestimmt der Klassenkasper in der Schule, oder? Aber der Spaß hat jetzt ein Ende. Mein Vater starb durch einen Stromschlag. Solche Unfälle waren in den Kohlengruben im Ruhrgebiet keine Seltenheit. Mein Onkel erzählte mir, dass er im Wasser stand, als es passierte. Wasser leitet Strom. Und was ist in unserem Körper? Ganz genau, Wasser. Wenn ich diesen Knopf drücke, wird über dieses Wasser Strom durch deinen Körper geleitet und du wirst die entsetzlichsten Schmerzen erleiden, die du je erlebt hast. Wenn du dir das ersparen willst, was ich absolut verstehen könnte, beantworte einfach nur meine Frage. Also, wer ist deine Kontaktperson im Dorf? Nico. Wer ist das, Nico? Nikolaus. Diese Mädchen werden dich nicht retten. Reden schon. Warum bist du so stur? Deine Leute sterben da draußen. Auf den Stränden, in Feldern, das ist jämmerlich. Wie Insekten ohne Flügel. Ihr habt den Krieg verloren. Wenn ich entkomme, grill ich dich auf diesem Stuhl, bis du stirbst. Ah! Oh. Bis wir zählen, atmen. Bis wir zählen, ausatmen. Ein letztes Mal.
Wir ist weg. Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Terror angreift. Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht. Ich will das Schwein tot sehen. Oh, ich hab keine Knarre mehr.